Halleluja. Halleluja. Praise Him. Vater, Sohn und Heiliger Geist wohnen in dir. Glaube. Schenke dich ganz und gar der Dreifaltigkeit. Schenke ihm dein Leben. Sag, Vater, ich liebe dich, ich schenke dir mein Leben. Jesus, ich liebe dich, ich schenke dir mein Leben. Holy Spirit, I give my life to you, I love you. Heiliger Geist, ich schenke dir mein Leben, ich liebe dich. Und so schenke dich ganz und gar der Heiligen Dreifaltigkeit. Wenn du das tust, wirst du die Gegenwart der Jungfrau Maria, des Heiligen Josef und alle Heiligen um dich herum erfahren können. Look in your heart and see what God did for you here in this retreat. Ein Augenblick, sieh in dein Herz hinein und sieh, was Gott der Herr hier für dich bei diesem Exerzitium getan hat. Thank the Lord from your heart. Dank dem Herrn aus ganzem Herzen. If you are received any physical healing, you are expected to come and testify. Wenn du eine körperliche Heilung erfahren hast, so wird es erwartet, dass ihr vorkommt und Zeugnis gibt. Always Jesus asks people who are healed to give testimony. Jesus hat immer den Menschen, die geheilt wurden, dazu aufgefordert, Zeugnis zu geben.
And when the testimony was given, the healing became stronger. Und als das Zeugnis gegeben wurde, wurde die Heilung stärker. The woman with the bleeding claimed the healing immediately after touching the cloth of Jesus and testified before the crowd. Die Frau mit den Blutungen hat sofort Zeugnis gegeben, die Heilung angenommen, empfangen und dann sofort Heilung gegeben, als Jesus sie fragte vor der Menschenmenge. Then Jesus looked at her and said, "Daughter, your faith has healed. Go in peace." Und dann schaute Jesus zu ihr und sagte, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden. This is called faith that claims and proclaims. Das ist ein empfangende und verkündende Glaube. She believed and claimed the healing and proclaimed, and then also your faith has healed. Sie hat geglaubt und die Heilung angenommen und sie verkündet. Und dann sagte der Herr, dein Glaube hat dich geheilt. We must know every thought, every word we speak is known to the Lord. Wir müssen wissen, jedes einzelne Wort, jedes einzelne unserer Gedanken. Always is watching over us, looking at us. Jedes unserer Zeilen ist im Herrn bekannt. Er sieht immer zu uns, er wacht immer über uns. Ask yourself, should you come to the microphone and do the testimony? So stell dir selbst die Frage. Sollst du denn zum Mikrofon vorkommen und dein Zeugnis geben? Maybe you got a healing here or in a previous retreat with me. Vielleicht hast du eine Heilung hier bekommen oder bei anderen Exerzitien mit mir. If the Lord is telling you to come forward and do testimony, don't prevent the Holy Spirit. Wenn der Herr dich dazu auffordert, hier vorzukommen und dein Zeugnis abzulegen, dann verhindere nicht den Heiligen Geist. If you lack courage, ask the Holy Spirit to give you courage to come and testify. Wenn dir der Mut fehlt, dann bitte den Herrn, den Heiligen Geist, dir diesen Mut zu schenken, dass du vorkommen kannst und Zeugnis ablegen kannst. I know for sure that you heal some of the people here. Herr Jesus, ich weiß mit Sicherheit, dass du mehrere Menschen hier geheilt hast. I know several people stop alcohol, smoke, etc. Ich weiß, mehrere Menschen haben mit dem Alkohol, mit dem Rauchen hier aufgehört und so weiter. I know a few people who have wonderful conversions. Ich kenne einige Leute, die wunderbare Bekehrungen haben. Right now, give them courage to testify that before all, so that the faith of all may increase. In diesem Augenblick schenke ihnen den Mut, das vor allen zu verkünden und Zeugnis abzulegen, damit der Glaube alle zunehmen mag. Also, you may be glorified by their testimonies. Und auch damit du durch ihre Zeugnisse verherrlicht wirst. Danke, Jesus. Komm mit der Courage, komm mit der Power. Komm, Heilige Geist, komm mit der Kraft. We love you, Lord. Halleluja, Halleluja. Danke für all the blessings you are. Danke für das Segen. All the miracles you are. Vollbringst, danke für alle Wunder. Glory, glory, Halleluja, 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 Halleluja. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Now, you come here, not to the Ambo. Nun kommt ihr nicht vor zum Ambo. Between the Ambo and here the flowers. Sondern hier zwischen dem Ambo und den Blumen, so that you can be seen by all. Damit ich alles sehen kann. When you are on the Ambo, you are only the head is seen. Wenn ihr am Ambo seid, kann man nur die Köpfe sehen. So, when you come, give your name and say where you come from. Also wenn ihr kommt, gebt euren Namen und sagt, wo ihr herkommt. And give that testimony short and sweet, not long stories. Und gebt dann ein kurzes, süßes Zeugnis, keine große, langen Geschichten. For example, like a little breast cancer. Zum Beispiel, ich bin mit Brustkrebs hierher gekommen. And I felt healing and I believe I am healed. Und ich habe die Heilung gespürt und ich bin überzeugt, dass ich geheilt bin. Preise den Herrn. Preise den Herrn. Oh, I came with much headache, I had migraine headache. Und ich bin mit großen Kopfschmerzen gekommen, ich hatte Migräne-Schmerzen. During the adoration, the Lord touched me and healed me, I had no more migraine headache. Während der Anbetung hat der Herr mich berührt und mich geheilt. Ich habe keine Migräne-Schmerzen mehr. I slept well last night. Und ich habe gestern Abend gut geschlafen. Preise den Herrn. Preise den Herrn. Like that, short and sweet. Genauso kurz und süß. Okay? Okay. And when you hear the testimony, praise God, don't feel jealous. Und wenn ihr das die Zeugnisse hört, dann preist Gott, sei nicht eifersüchtig. Mein Name ist Martin Gutleder aus Neuhofen, sogenannte Wiege Österreichs. Und ich habe seit 5 Jahren Morbus Bechterew. Das ist eine rheumatische Erkrankung, die sich im Rücken und im Nacken festsetzt. Und seit über einem Monat habe ich hier Verspannungen, die stechen, wenn ich den Kopf bewege. Und die sind seit gestern plötzlich weg. Danke Gott. Halleluja. Danke, 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 danke.
Mein Name ist Petra, ich komme aus Hamburg. Ist es laut genug? Ja. Ja. Und ich kann seit 20 Jahren, konnte ich nicht schlafen. Ich hatte durch eine Situation habe ich eine enorme Wut gehabt und konnte nicht schlafen. Und jetzt, die vergangene Nacht, habe ich geschlafen wie ein Ratz. Ja. Wie viele wurden von Schlaflosigkeit geheilt und konnten gestern Abend gut schlafen? Hebt die Hände. Applaus. Einen großen Applaus. Halleluja. Der Geld gibt, dein großes Geschenk. Du sleep well at night. Gut in der Nacht zu schlafen. Ich heiße Corinna Wiecke, ich komme aus Heronsbach. Ich habe eine Bekehrung bekommen. Ich wollte aus der Kirche austreten. Ja? Und jetzt bin ich wieder da. Ich bin tief berührt, weil ich möchte sagen. This is the main reason we need many retreats in our country. Das ist der Hauptgrund, warum wir viele Exerzitien hier in unserem Land brauchen. Halleluja. Halleluja. Guten Morgen, ich bin der Hubertus aus München. Mir hat Jesus vor einiger Zeit eine Analfissur geschenkt. Das ist ein Riss im Darm, sehr schmerzhaft. Er hat mir den geschenkt, damit ich faste in Familienangelegenheiten. Habe ich auch gemacht. Und ja, gestern bin ich jetzt eben von diesem Leid geheilt worden. Halleluja, preis den Herrn. Ja, ich bin die Gertrud aus Merktl und ich habe seit 20 Jahren, seit der Geburt von meinem Sohn, Inkontinenz. Habe jetzt in den letzten Jahren noch eine Dysplasie, also einen angeborenen Hüftschaden. Und es wird mir immer schwerer, meinen Beruf auszuüben. Und zusätzlich noch die Venen, die richtig gearbeitet haben. Richard hat für mich gebetet und es ist alles geheilt. Ich heiße Angelika, komme aus der Nähe von Freudenstadt. Unser Enkelkind Pia ist letztes Jahr im November mit 4 Jahren an Leukämie erkrankt. Seit kurzer Zeit ist sie leukämiefrei. Und gestern hat Pater James gesagt, Pia ist geheilt, wir nehmen die Heilung. Ja, hallo, ich bin Sabine, komme aus Mühlbach, also im Alpental, und ich bin seit 25 Jahren an MS erkrankt. Und der Ritschi hat gestern für mich gebetet und ich brauche keine Krücke mehr. Weiß ich von dir. Ich bin der Franz und komme aus Kirchweidach, das ist aus dem Landkreis Altötting. Im vorigen Jahr war ich auch in dem Seminar und da hat der Pater James gesagt, Franz, du bist geheilt, nimm es an. Ich habe aber viele Baustellen gehabt, ich habe nicht gewusst, von was ich geheilt bin. Ich habe fest daran geglaubt und nach 14 Tagen hat meine Frau gesagt, du, dein Hautkrebs am Rücken, der ist weg. Ich habe einen Krebs in einer Größe von einem 2-Zent-Stück. Den hat der Arzt schon immer untersucht und gemessen, ob er größer wird. Dann bin ich zum Arzt gegangen und habe gesagt, mach bitte wieder so eine Untersuchung, ob sich der Krebs vergrößert hat. Ich habe
Ich hab schon gewusst, dass er nicht mehr da ist. Ja, wo ist er denn? Ich hab geglaubt, ich mach da gar nichts. Dann hab ich ihm erklärt, was passiert ist. Der hat das Maul nicht mehr zugebracht. Preis den Herrn! Wenn der Herr was macht, dann macht er es gut. Und heuer hat der Heilige Geist noch sehr viel Arbeit an mir. Ich weiß noch nicht, wo die Reise hingeht. Aber ich nehme alles an, was er mir bringt. Danke dir. Preis. Und ich komme aus der Schweiz. Am Freitag hat Pater James gesagt, Patricia, du bist geheilt und Gnade fließt. Und ich hatte keine Ahnung, was für eine Gnade. Und dann am Samstag haben wir den Barmherzigkeits-Rosenkranz gebetet. Und dann habe ich gespürt, dass der Herr mir die Gnade gegeben hat, zu glauben, dass ich vom Brustkrebs geheilt worden bin. Hallo, ich bin der Julian aus dem Allgäu und am ersten Tag, da hat der Pastor James gesagt, dass zwei Leute mit Epilepsie geheilt werden. Und am zweiten Tag hat er gesagt, ja, mein Kind, du bist geheilt. Was denn da? Ich bin Sophia, komme aus Neuötting und ich habe die Stimme von Gott gehört. Der hat gesagt, dass er mich liebt und ich habe die Taube gehört. Rosa Stecklein, komme aus Osnabrück, hatte Knieschmerzen, alles vorbei. Halleluja. Ich bin Inge aus Oberösterreich. Ich hatte sehr lange Knieschmerzen und ich habe bei den Exerzitien von Pater James gesagt, Jesus, wenn du willst, dass ich in der Kirche wieder knien kann, bitte hilf mir, dass meine Knie wieder gesund werden. Und seitdem knie ich sehr gerne in der Kirche. Danke, Jesus. Ich heiße Eleonore, komme aus Herzogenaurach und vor 23 Jahren hat mich Jesus auch mit der Hilfe des Arztes vom aggressiven Brustkrebs geheilt. Ein weiterer Krebsverlauf in unserer Familie. War die Heilung, ist die Heilung. Und jetzt war so, den grauen Stab und auch das Hören und mit dem neuen Herz. Und Jesus hat es gesagt. Und ich weiß ganz, also bei dem Vortrag. Und Jesus hat es ganz sicher gemacht, aber ich überlasse es ihm nach seiner Art und Weise und zu seinen Zeiten. Außerdem, ich höre ein bisschen besser. Und heute Nacht habe ich 5 Stunden geschlafen. Das ist schon super. Und jetzt eine Frage bitte. Es sind 4. Darf ich 2 Strophen Pantona Bavaria singen? In aller Kürze, stellvertretend für Europa und alle Länder des Erdkreises. No. 2? Halleluja. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for my heart. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for my heart. Herr Grüß Gott, mein Name ist Brigitte, ich komme aus Frankfurt. Ich habe auch eine ganze Menge Baustellen
Und letztes Jahr hat der Herr schon angefangen, mich zu heilen. Letztes Jahr habe ich 30 Kilo abgenommen. Mein Fußgelenk war schon fast steif. Gestern wurde auch für mich gebetet. Und jetzt kann ich mein Fußgelenk drehen. Das war schon gar nicht mehr möglich. Und ich leide seit letztem Jahr ziemlich an Ängsten. Mein Bruder ist an Krebs erkrankt. Meine Mutter ist an einem Hirntumor gestorben. Und jetzt ist alles weiterzuführen, hat mich ziemlich in Ängste gestürzt. Und der Herr hat gesagt, du bist geheilt und ich nehme die Heilung an. Und ja, ich danke dem Herrn, dass mein Glaube dadurch tiefer geworden ist. Halleluja. Ich heiße Elfriede und bin aus Oberösterreich. Ich habe 28 Jahre an Migräne gelitten. Und am Freitag hat mir Gabi die Hände aufgelegt und danach hat es geheißen, Elfriede, du bist geheilt. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Ich bin die Maria aus Oberösterreich und der Pater James hat gesagt, es werden manche geheilt, die was am Beginn und Alzheimer leiden. Und dann ist das Gewinn direkt durch den ganzen Kopf, ist da ein ganz heiß gewesen und durch das ganze Gehirn ist es durchflutet. Und dann bin ich auch noch an der Hand und an anderen Gliedmassen geheilt worden. Und bei meinem Mann habe ich auch solche Probleme gehabt, bin ja geheilt worden. Und ich habe die Gnade des Gebetes bekommen. Danke, Jesus. Also ich bin die Erika aus Oberösterreich und ich bin voriges Jahr bei den Exerzitien von Gastritis geheilt worden und ich hätte eine Knieoperation gebraucht, Meniskuseinrisse, dann Gelenkserguss, Knorpelschaden, Ulzerationen, Ödeme und irgendwas, und das ist alles weg gewesen. Reise den Herrn. Ich habe aber den Gelenkserguss wiedergekriegt, aber vor 2 Monaten, der ist auch wieder weg. Dann hat es eben geheißen am Freitag, Erika, zweifle nicht, du bist von ganz geheilt, also es ist jetzt auch mein Herzdruck weg und im Unterleib habe ich ist es ganz warm geworden und ich habe Verdauungsschwierigkeiten und hormonelle Probleme, das ist auch geheilt. Halleluja, preise den Herrn. Halleluja. Hallo, ich bin der Adem aus Ilshofen und ich habe seit zig Wochen richtig heftige Kreuzschmerzen gehabt und seit Freitagabend alles weg, wie weggeblasen. Danke, Jesus. Grüß Gott, ich heiße Nevena, ich komme aus Kroatien, lebe in München. Letztes Jahr war ich erstes Mal bei Pater James und bei Dr. Ricci. Ich war starker Raucher, ich habe Zigarette weggeschmissen. Süchtige Zigarette, ich habe weggeschmissen. Ich bin frei los von Zigaretten. Nummer 1. Danke, liebe Jesus. Meine hohe Cholesterin, mein starker Blutdruck, mein Herz habe gespürt, ich mache hier, ich ersticke mich. Alles ist vorbei. Danke, Jesus. Danke, liebe Gott. Gestern, Dr. Ricci hat gebetet für meine Diabetes, Typ 2. Vater James hat auch Einzelbeten gemacht. Ich habe gespürt, dass meine Diabetes gestern auch weg. Ich spüre das. Danke, liebe Jesus. Danke, liebe Vater James. Hallo, mein Name ist Christina, das ist Jascha Illy. Ich komme aus Osnabrück und wir waren letztes Jahr schon auf den Exerzitien mit meinem Freund. Und Pater James, er hat vorausgesagt, dass er 2 Babys sieht, also 2 Kinder im Arm von Jesus.
Und das ist jetzt mein Kind. Ich war dann zu Hause, habe einen Test gemacht und bin schwanger geworden. Ich muss dazu sagen, als ich dann beim Frauenarzt war und sie mich untersucht hat, sah meine Gebärmutter oder meine Fruchthöhle aus wie ein Herz. Ich habe auch ein Foto dabei. Da habe ich an Jesus gedacht, dass das das Herz Jesus ist. Und ich danke dir, Jesus. Danke. Hi, mein Name ist Andreas, ich komme gerade von Heilbronn. Eigentlich wollte ich nicht hier hochkommen, aber ja, jetzt habe ich den Mut bekommen. Ich muss sagen, dass ich gestern eine totale Befreiung bekommen habe von irgendwie, wie sagte er, ein dämonische Anhaftung oder ihr habt mich ja schreien gehört und es ist so, ich, oh Gottes Willen, jedenfalls fühle ich mich einfach leichter, ich habe mehr Frieden in mir, ich weiß nicht, ich habe so, da fehlen total die Worte, jedenfalls ich fühle mich befreit von dieser Anhaftung, weil ich wusste, dass ich irgendwas noch in mir habe. Ich war... Halleluja! Halleluja! Und Dr. Ricci singt ihn an und hat für ihn gelebt. Und der Herr Jesus Christus hat ihn befreit. Halleluja! Monika, ich komme aus Frankfurt. Ich habe lange Zeit gelitten wegen Frauenproblemen. Gestern ich habe die Wärme hier gespürt, ich bin geheilt worden. Und gestern ich habe auch so gespürt, so innere Befreiung und Heilung. Preis dem Herrn! So we have priests also to give testimony. Wir haben auch Priester, die Zeugnis geben. Ja, ich wollte eigentlich auch nicht drauf kommen. Ja, ich bin der Pfarrer Markus Daschner, in der Nähe von Straubing, Bildiger Oberpfälzer. Ich bin eigentlich mit meiner Schwester hierher gekommen, die Isela, die psychisch krank ist. Es hat geheißen, sie ist geheilt. Das wird sich, denke ich, irgendwie zeigen, wie das zu verstehen ist. Manche Dinge brauchen einfach länger, das wissen wir. Es gibt verschiedene Wege und Arten und Zeiten an der Heilung und so weiter. Ich selber war vor 18 Jahren, denke ich circa 18 Jahren, in Pöllau bei einem Jugendtreffen, wo Pater James gepredigt hatte. Damals war ich Student noch und ich hatte als Jugendlicher mal einen Unfall, da musste ich genäht werden am Kopf und hatte seit von da an hatte ich immer, wenn Gewitter kommt, schlechtes Wetter, dann hatte ich dann Schwindelgefühle und so ein Stechen dann. Und wie damals war James, das war so, er zu Pfingsten hin gepredigt hat in dem Zelt und im Heiligen Geist und in der Pfingstlesung kommt er das vor, dass der Heilige Geist mit Sturm und Brausen daherkommt. Ich habe schon gemeint damals, jetzt wird gleich das Zelt wegfetzen. hat auch schon damals eben diese Gabe der Heilung gehabt und so. Und seitdem war das Stechen im Kopf weg. Ja. Oh ja. Ich habe ja auch gesagt, dass drei Markus geheilt wurden gestern Abend. Ich denke, dass ich auch da eine oder andere Baustelle habe. Ich kann es nicht genau zuordnen, aber ich glaube fest, dass da auch irgendwie das eine oder andere
dann nicht mehr so ist vielleicht. Ja. Aber das werde ich dann sehen. Auf jeden Fall, damals hat es gewirkt und warum soll es jetzt nicht wirken? Now the last person will be the man who is standing there. Also, die letzte Person ist jetzt der Mann, der da steht. And then talk. Und dann haben wir einen Vortrag. Hallo, mein Name ist Ivan. Ich komme aus Kroatien. Ich lebe jetzt in München. Meine Frau ist auch hier. Also vor ungefähr 4 Jahren habe ich Fußball gespielt, ja. Und da habe ich eine Knieverletzung gehabt. Und durch das Problem bin ich zu Gott gekommen. Ja, okay, ich bin jetzt bei Gott, aber die Knieprobleme waren noch immer da. Und jetzt am Freitag hat der Gott durch Pater Jens gesagt, Ivan, du bist geheilt. Und ich glaube an das. Amen, Halleluja. Hallo, ich bin Andrea und komme aus Österreich. Eigentlich wollte ich gar nicht darauf gehen, aber ich war 2015, ist bei mir Bauchspeicheldrüsen-Tumor festgestellt worden. Und ich war dann bei Pater James und er hat dann gesagt, Andrea, du bist geheilt. Und ich war wirklich geheilt, weil ich habe dann nochmal Untersuchung gehabt und es ist alles gutartig gewesen. Preis Gott, preis Jesus. Halleluja, danke, Halleluja. Großartige Wunder, Halleluja. Halleluja. Grüß Gott, mein Name ist. Der Timor zu kommen, sehr nett. No. Mein Name ist Georg. Ich komme aus Rumänien, wohne momentan in Mühldorf am Inn und leide von einer starken Psychose seit 25 Jahren oder mehr. Und ich habe gezittert wie ein armer Hase, oder ich weiß nicht, wie kann ich sagen. Und seit gestern, Pater James hat nicht gesagt, Georg, du bist geheilt. Aber ich habe Vertrauen gehabt, weil in der Heilige Beichte Pater Johannes hat gebetet für mich und hat gesagt, Georg, du bist geheilt. Halleluja! 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 So, der letzte. I know there are many more people who want to come. Ich weiß, wie viele mehr die kommen wollen. But to respect the time, we want to give a class. Aber wir müssen die Zeit beachten und eben den Vortrag noch halten. Eine Vorträge. Ich bin der Anton aus München. Und Pater James sagte, Anton, du bist geheilt. Dann habe ich bemerkt, dass ich nicht mehr so kugelig gehe. Ihr kennt die Geschichte aus der Bibel, eine Frau in der Synagoge kam jeden Tag zum Beten und sie war immer so geklümmt. And the Lord Jesus healed her. Und der Herr Jesus heilte sie. Halleluja. Halleluja. Ja, you know, Jesus is very concerned about us. Wisst ihr, Jesus macht sich viele Gedanken über uns. Even our hairs are numbered. Sogar unsere Haare sind gezählt. Just imagine, morning, how many hairs fall down when we comb the head. Stellt euch vor, jeden Morgen, wie viele Haare fallen denn runter, wenn wir unsere Haare kämmen? We never count them. Wir zählen sie niemals. But the Lord counts them. Aber der Herr zählt sie. So much love and care Jesus has for each one of us. So viel Liebe und Fürsorge hat Jesus für jeden Einzelnen von uns. Now, we'll give testimony together. Nun möchten wir gemeinsam Zeugnis geben. Please listen. Bitte hör zu. How many are here who believe that you are healed physically with the hands? Wie viele sind denn hier, wo ihr glaubt, dass ihr körperlich geheilt seid? Hebt die Hände. Stand. Steht mal auf. And give a big applause. Und gib dem Herrn einen großen Applaus. Steht ein Augenblick. Lass den Moment stehen. Schließt die Augen. Und
the Lord now looking at you and telling, my son, my daughter, your faith has healed. Go in peace. Vielleicht sagte der Herr hier zu meinem Sohn, meine Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden. The Lord is looking at your standing and giving testimony. Der Herr sieht dir beim Stehen zu, wie du gerade Zeugnis gibst. And those among standing, how many are healed in the eyes with the hands? Und jene, die, von denen die stehen gerade, wie viele wurden an den Augen geheilt? Hebt die Hände. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, put down the hands. Dann könnt ihr die Hände wieder runter. How many for healing in the ear? Wie viele wurden an den Ohren geheilt? I see some 11 people. Ich sehe circa 11 Menschen. Maybe more. Vielleicht mehr. How many claimed healing for cancer or tumor? Wie viele haben Heilung angenommen für Krebs oder Tumore? Hebt die Hände. Danke. Put the hands down. Danke. How many claimed healing for MS, multiple sclerosis? Wie viele haben Heilung für Multiple Sklerose in Anspruch genommen, empfangen? Put the hands up. Hebt die Hände hoch. The Lord is looking at you. Der Herr sieht dich gerade an. He's showering right now blessings. Und in diesem Augenblick schüttet er seine Segnungen über dich aus. How many believed and claimed healing for arthritic or rheumatic problems? Wie viele glauben und nehmen Heilung an für arthritische oder rheumatische Beschwerden? Put the hands up. I know there are many who are healed. Hebt die Hände hoch. Ich weiß, dass viele da sind, die geheilt wurden. Thank you, Lord. Danke. Danke. Jesus, look at these children, your children. Herr Jesus, siehst du diesen Kindern, deine Kinder, gieße mehr Segnungen, schütte mehr Segnungen über sie aus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. How many got healing from any kind of pain in the hands? Wie viele wurden von unterschiedlichen Schmerzen geheilt? Maybe on the neck, on the back, Nacken, Hände, Knie, sonstige Schmerzen. Halleluja, thank you, Lord, praise you, Lord, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Put down the hands. How many claim the healing on the stomach and the intestine? Wie viele haben Heilung am Magen und am Magen-Darm-Trakt empfangen? Anyone who claimed children in married life? Jemand, wo Kinder im Eheleben angenommen hat, Kinder empfangen hat im Glauben? Nobody. Niemand. There is one here. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Please be seated. Bitte setzt euch. Now, how many were able to forgive others in a special manner during this retreat? Wie viele waren denn dazu in der Lage, anderen auf eine besondere Art und Weise zu vergeben bei diesen Exerzitien? Please lift the hands. Bitte hebt die Hände. Steht mal auf. This is a great testimony. Das ist ein großartiges Zeugnis. And among these, how many were able to forgive bishops and priests and church? Und unter denen, wie viele waren dazu in der Lage, Bischöfe, Priester und die Kirche zu vergeben? Put the hands up. Hebt die Hände hoch. Halleluja, Halleluja, Halleluja. This is the reason for a priest. Das ist der Grund, warum wir hier Exerzitien machen. Please sit down. Bitte setzt euch. And priests are available if anybody wants to make confession. Der Priester steht euch zur Verfügung, falls jemand eine Beichte ablegen möchte. Halleluja. 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 Now last question. How many of you feel that you are born again, you are light and you are spirit filled or grace filled? Wie viele von euch haben das Gefühl, dass ihr vom Neuen geboren seid, dass ihr ganz leicht seid, dass ihr mit dem Heiligen Geist erfüllt seid? Halleluja. Ich bin mir sicher, es sind alle. Let's give a big applause. Wir wollen den Herrn großen Applaus. Ways and means to persevere in the healing you received. Nun möchte ich euch einige Mittel und Wege sagen, wie ihr in der Heilung bleiben könnt, die ihr empfangen habt. There are two kinds of healing. Es gibt zwei Arten der Heilung. One is sudden healing. Das eine ist die plötzliche, spontane Heilung. The second is a gradual healing. Und die zweite ist eine progressive, stufenweise Heilung. Halleluja. In both cases, you have to persevere in your faith. In beiden Fällen musst du in deinem Glauben ausharren, in deinem Glauben bleiben. In other words, to your conscience, your heart, always you must say, I'm healed by Jesus, I'm healed by Jesus, I'm healthy.
Das heißt, in deinem Herzen musst du immer sagen, ich wurde von Jesus geheilt, ich wurde von Jesus geheilt, ich wurde von Jesus geheilt. Never doubt. Zweifel niemals. You know, the devil always brings your heart to fuss with the doubts, so that we may not enjoy the blessing Jesus gives. Wisst ihr, der Teufel möchte immer dir Zweifel geben, damit du die Segnungen, Heilungen nicht genießen kannst, nicht behalten kannst, die dir Jesus geschenkt hat. Jesus heals by our faith in him. The devil comes with the doubt to take that away. Der will das stehlen. Jesus heilt durch unseren Glauben an ihn und der Teufel kommt mit Zweifel, um das zu stehlen, wegzunehmen. Whenever you feel doubt, command the spirit to go away. Wann auch immer du Zweifel fühlst, so befehle diesem Geist sofort zu gehen. Hey, you spirit of doubt, depart from me. I believe in my Jesus. Du Geist des Zweifels, verschwinde jetzt. Ich glaube an meinen Jesus. You know, sometimes some of the great healing that happened, you may have some kind of symptoms again returning. Wisst ihr, manchmal, manche der Heilungen, die stattfinden, so habt ihr das Gefühl, als ob die Symptome zurückkommen wollen. Or in the process of gradual healing. Oder im Prozess der stufenweisen Heilung. And everybody speak in your conscience, oh, you are not healed, you are not healed. Wird der Teufel in deinem Gewissen sprechen, oh, du bist nicht geheilt, du bist nicht geheilt. And then you have to command the spirit to leave you and affirm your faith in Jesus the Lord. Und dann musst du diesem Geist befehlen, den Symptomen befehlen, dich zu verlassen und deinen Glauben an Christus, den Herrn, bekräftigen. I remember the testimony of a German woman in Münnerstadt. Ich kann mich an das Zeugnis einer deutschen Frau in Münnerstadt erinnern. She had psoriasis. Sie hatte Psoriasis. She believed she was healed and gave testimony. Sie hat geglaubt, dass sie geheilt wurde und sie hat Zeugnis gegeben. But still the psoriasis was on the body. Aber ihr Psoriasis war immer noch am Leib. So all the people at home said, you are not healed, you are not healed. So sagten ihr alle zu Hause, du bist nicht geheilt, du bist nicht geheilt. But always she replied, no, my Jesus healed me. Aber sie hat immer geantwortet, mein Jesus hat mich geheilt. Even in the prayer group, some people said, oh, that Indian priest said your name and you believe. You are not healed. Sogar in der Gebetsgruppe sagten die Leute, oh, der indische Priester hat deinen Namen gesagt. Und du hast geglaubt, aber du bist nicht geheilt. And she said, not the Indian priest who healed me. Jesus healed me. Und sie sagte, nein, das ist nicht der indische Priester, der mich geheilt hat, sondern Jesus Christus hat mich geheilt. So she went on fighting. So hat sie weiter gekämpft. After 3 months, there was not even a mark of the psoriasis on the body. Nach 3 Monaten hatte sie nicht einmal eine Narbe der Psoriasis, der Schuppenfleck am Leib. And doctors were surprised. Und die Ärzte waren überrascht. You know, Psoriasis is usually an incurable disease. Ihr wisst, Psoriasis ist eine unheilbare Krankheit. Halleluja. Halleluja. You can read that testimony in my website. Das könnt ihr auf meiner Website. When I say, Teufel, come to the words of others. Und wenn ich Teufel sage, so kommt der Teufel auch durch die Worte anderer. Halleluja. Halleluja. So it is through the mouth of others, words of others, but also doubts and fear would come. Es ist durch das Wort andere, durch die Worte andere, aus dem Mund andere, dass diese Ängste und Zweifel kommen. You know, when Jesus was walking over the water, wisst ihr, als Jesus übers Wasser gelaufen ist, simple, Peter also wanted to walk like that. Der einfache Petrus wollte genauso drüber laufen. And Jesus said, come. Und Jesus sagte, komm. Only one word, come. Nur ein Wort, komm. And Peter believed in that one word, come. Und Petrus hat an dieses auf eine Wort geglaubt. Then he was able to walk over the water, like Jesus. Und dann war er dazu in der Lage, über das Wasser zu laufen, so wie Jesus. That a little fear. Und da war der kleine Angst. Because there was a wind. Weil da war ein Wind. Then he thought of the old storm. Und dann hat er an den Sturm gedacht von vorhin. And again you are drowned. Und dann ist er wieder ins Wasser versunken. Halleluja. Halleluja. Sometimes we may think of the past of our life. So denken wir manchmal an die Vergangenheit unseres Lebens. Maybe some of the fears or anxieties, rejections. Ängste, Ablehnungen, Sorgen. Much more hatred or unforgiveness. Umso mehr Hass oder Unvergebung. And then perhaps you may again sink down. Und dann versinken wir wieder. So continue believing and continue living in holiness. So bleib weiterhin im Glauben und lebe weiterhin in der Heiligkeit. What is God's will for you, my children?
Was ist der Wille Gottes, hört meine lieben Kinder? Halleluja. Halleluja. You know, when Jesus healed a man who was paralyzed for 38 years. Wisst ihr, einmal hat Jesus einen Mann geheilt, der 38 Jahre lang gelähmt war. You can read the story in John chapter 5. Ihr könnt die Geschichte in Johannes Kapitel 5 lesen. Jesus healed him. Jesus heilte ihn. And then he found that man in the temple praying. Und dann hat er diesen Mann im Tempel gefunden, der gebetet hat. Yeah, if you are healed in your soul or body, you must pray more. Wenn du am Leib oder an der Seele geheilt wurdest, musst du mehr beten. And go to Holy Mass, if possible, every day. Und jeden Tag, wenn möglich, in die heilige Messe gehen. Yeah, that's why the Lord healed you and gave you more health. Deshalb hat dich der Herr geheilt und dir mehr Gesundheit geschenkt. Not to go back to the world and do worldly things, no. Nicht in die Welt zurückzugehen und dann weltliche Dinge tun. And then Jesus was so happy to see him praying in the temple. Und Jesus hat sich sehr gefreut, dass er ihn gesehen hat, im Tempel gebetet hat. I read John 5:14. Ich lese Johannes 5:14. After this, Jesus found him in the temple area and said to him, "Look, you are well. Do not sin anymore, so that nothing worse might happen to you." Johannes 5:14. Später traf ihn Jesus im Tempel und sagte zu ihm, "Nun bist du gesund. Sündige nicht mehr, damit dir nicht Schlimmeres widerfährt." Klar? Ist klar? Hallo? Hallo? Alles klar? Alles klar? So if we go back to your past sinful life, wenn wir also zurückgehen zu unserem vergangenen sündhaften Leben, worse might happen. So kann Schlimmeres uns widerfahren. Several testimonies. Ich habe mehrere Zeugnisse. Ja, yeah, people go about health, everything, then going back to the old sinful style. Menschen, die Gesundheit bekommen haben, alles, und dann sind sie zurückgekehrt zu ihrem alten, sündhaften Stil. As a result, maybe paralyzed, or got cancer, or MS. Als Ergebnis waren sie gelähmt, sie haben Krebs bekommen, Multiple Sklerose. So may it not happen to anyone of us. Und möge es keinem von uns geschehen. Then, to grow in your faith and give testimony. Und dann wollen wir im Glauben wachsen und Zeugnis geben. Go and tell your people at home or in your parish neighbors what God Jesus did here in this retreat. Geht und sagt euren Leuten bei euch zu Hause, in eurer Pfarrei, euren Nachbarn, was Jesus für euch hier bei diesen Exerzitien getan hat. Tell everyone. Sag's allen. Sag's jedem. Give you testimony. The Lord is looking at you. Wann auch immer du Zeugnis gibst, der Herr sieht zu dir. And if you like, you can write your testimony with your photo and send to me. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mir euer Zeugnis schreiben mit eurem Bild und mir schicken. And I put in the website. Und ich werde es in meine Website stellen. Where thousands and thousands would read and praise God for you. Wo Tausende und Abertausende dann lesen werden und Gott für euch preisen werden. When you become a reason to bring glory to God, surely God is happy, will shower more blessings. Wenn du zum Grund wirst, um Gott die Ehre zu geben, dann wird Gott sich darüber freuen und noch mehr Segnungen über dich ausschütten. So if anybody wants to send a testimony of your conversion or physical healing or change of life, write an email with your photo. Wenn irgendjemand dann uns ein Zeugnis geben wird mit eurer Bekehrung, neuer Lebenswandel, schreibt uns eine E-Mail mit eurem Bild. And if you have no E-Mail, a photo and your testimony, you can send by post. Und wenn ihr keine E-Mail habt, ein Foto und euer Zeugnis, könnt ihr uns per Post schicken. It's very important giving testimony. Es ist sehr wichtig, Zeugnis zu geben. You know, once Jesus healed 10 lepers, only 9 came to thank God. Wisst ihr, einmal heilte Jesus only one came to thank God. 10 Aussätzige und nur einer kam zurück, um Gott zu danken. The Lord asked, where are the 9? Und der Herr fragte, wo sind die 9? Halleluja. Halleluja. So we should not be ungrateful. So sollten wir nicht undankbar sein. Go on praising, thanking God for what we have received. So wollen wir Gott danken und preisen für das, was wir empfangen haben. Let the Lord be happy, pleased, healed, and more blessings. Dann wird der Herr glücklich und erfreut sein und er wird noch mehr Segnungen ausschütten. As Jesus said, what you received, maybe alone in secret, shout out publicly to others.
Wie Jesus sagte, was ihr empfangen habt, vielleicht alleine im Verborgenen, könnt ihr öffentlich verkünden. Halleluja. Halleluja. And in this moment, we are going to have a class again about the way how we are to grow in the Holy Spirit. Und in diesem Augenblick werden wir dann wieder einen Vortrag haben, wie wir im Heiligen Geist wachsen können. And you know, it is the doctors who prescribe usually medicines or vitamin tablets, no? Ihr wisst, es sind Ärzte, die Medikamente, Multivitamintabletten verschreiben. So I ask Dr. Richie to prescribe some spiritual remedies or spiritual tablets. So bitte ich von Dr. Richie, euch einige spirituelle Medikamente, spirituelle Multivitamintabletten zu verordnen. Halleluja. 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 Now, after this talk, there will be a break, and 11:30, actually, we have a holy mass. Nach diesem Vortrag ist dann eine Pause und um 11:30 haben wir dann die heilige Messe. And during the break, if you want to buy, even during the talk, I mean during the break better, you can buy anything for the last time from Babi. Maybe beautiful candles with the Holy Spirit image. Und während dieser Pausen habt ihr dann die letzte Gelegenheit, wunderschöne Dinge von Gabi zu kaufen, wunderschöne Kerze mit dem Heiligen Geist. Actually, it is made for the charismatics. Das ist für die Charismatiker gemacht worden. And also the good groceries. Es gibt auch sehr gute großen Kerzen. And also the Benedictine crosses and my books. Und auch die Benediktuskreuze und meine Bücher. And after this talk, if you have a love letter for me, you can place in the basket of the box kept in front. Und nach diesem Vortrag, falls ihr einen Liebesbrief habt für mich, könnt ihr das hier vorne in die Schachtel reinstecken. And if you have mass stipends, you can give directly to Gabi or you can put in the cover and keep the mail open and find out. Und falls ihr mass stipending habt, könnt ihr sie direkt der Gabi geben oder in den Umschlag stecken und dann nehmen wir das mit. Halleluja. Halleluja. Open the heart. Halleluja. Öffne dich, dein Herz. Prepare your heart to listen to Jesus. Bereite dein Herz darauf vor, auf Jesus zu hören. Herr Jesus Christus, in diesem Augenblick schenken wir dir unsere Herzen, Herr. Wir danken dir, Herr, für all die großartigen Sachen, die du in unsere Mitte vollbracht hast. Herr, wir sind dazu gekommen, zu erkennen, dass du der Sohn des lebendigen Gottes bist, dass du der Messias bist. Wir danken dir, Herr. Herr, segne Rich in diesem Moment. Segne uns. Segne jeden Reisenden in dieser Halle. Damit dein Wort durch uns, dein Leib, dein Volk fließen mag, Herr. Danke, Herr. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Herr. Amen. Amen. Eine Erfahrung, die wir immer wieder machen, das ist eine Geschichte, die wir sehr häufig hören, ist, du Richie, bei den Exerzitien ging es mir super. Ich fühlte mich erfüllt mit Gnade und mit Kraft, ich hätte Bäume ausreißen können. Und dann, wo ich nach Hause zurückgekommen bin, so nach ein paar Tagen wurde es weniger und weniger und weniger. Und dann habe ich meine Schwiegermutter getroffen und die ist völlig ausgeflippt und dann habe ich alles verloren. Ihr kennt es. Ihr wisst, wovon ich rede. Wir müssen die Schwiegermutter jetzt nicht vertreiben, ja? Nee. Aber wir haben die Möglichkeit, voller Gott zu bleiben. Wir haben die Möglichkeit, die Fülle des Heiligen Geistes in uns zu behalten. Nun, das, was wir hier gemacht haben, wir sind hier vom Neuen geboren worden. Wenn ich euch ansehe, ich sehe die Kinder Gottes. Ich sehe die Kinder Gottes, welche die Freiheit der Kinder Gottes genießen. Und wir wissen, wer den Sohn frei macht, er ist wirklich frei. Was bedeutet das, dass wir frei sind? Frei zu sein bedeutet,
dass wir mit unserem Vater zusammengehen können. Lass euch das mal durch den Kopf gehen. Wenn ich mit meinen Kindern zusammen bin, die freuen sich, wenn ich mit ihnen auf den Spielplatz gehe. Die freuen sich, warum sie wissen, dass wenn ihr Papa bei ihnen ist, da kann nichts passieren. Sie wissen, dass wenn ihr Papa bei ihnen ist, dass niemand sie hauen wird. Sie wissen, dass wenn ihr Papa bei ihnen ist, dass sie nicht verlieren können. Warum? Sie wissen, mein Papa ist bei mir, wenn jemand kommt und mich beschimpft, das wird nicht passieren, weil mein Papa bei mir ist. Wenn jemand kommt und mich schlagen will, nein, das wird auch nicht passieren, weil mein Papa bei mir ist. Und wenn ich mir weh tue, dann wird sich mein Papa um mich kümmern. Unser Papa, unser Vater, er ist bei uns. Jesus ist dafür gestorben. Er ist dafür gestorben, dass wir in ihm leben können. Jetzt, pass mal auf. Wir haben einen Bund. Wir haben einen Bund mit Gott. Ich lese Psalm 14,2. Wisst ihr? Und wie die folgenden Tage, Monate, Wochen, Jahre ablaufen werden. Das hängt davon ab, wie du dein persönlicher Bund mit Gott lebst. Ich habe einen Bund. Ich weiß, dass mein Tag heute, mein Tag morgen, dass der Rest meines Lebens dementsprechend verlaufen wird, wie ich meinen Bund mit ihm lebe. Ich lese Psalm 14,2. Vom Himmel blickt auf die Menschen der Herr, zu sehen, ob eine verständig ist, ob eine Gott sucht. Ich lese Psalm 53,2. Vom Himmel her schaut Gott auf die Menschen, zu sehen, ob eine nach dem Herrn sucht. Ich gehe zu Johannes 14, 16 bis 18. Moment, verzeihen. Johannes 4. 23, Johannes 4, 23. Aber es kommt die Stunde, und sie ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn solche Anbeter sucht der Vater. Der Vater sucht nach dir. Johannes 14, 16 und 18. Und das ist das allererste Multivitamin, das persönliche Gebet. Willst du die Gnaden nicht verlieren, die du hier bei den Exerzitien erhalten hast? Willst du, dass die Heilungen nicht verloren gehen? Willst du die Freiheit beibehalten, wie der Herr dir geschenkt hat. Willst du ein Leben voll des Heiligen Geistes führen? Mach dein persönliches Gebet jeden Tag. Warum? Johannes 14, 16 und 18. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der in Ewigkeit bei euch bleibt. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen hat. Empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen. Wenn wir nicht jeden Tag beten, wenn wir nicht jeden Tag den Heiligen Geist empfangen, werden wir
zu weißen Kindern. Versteht ihr das? Wir wollen keine weißen Kinder sein. Wir wollen, dass unser Papa immer bei uns ist. Unser Vater ist immer bei uns. Aber wir sind diejenigen, die sich von ihm entfernen, wenn wir nicht in seinem Geist bleiben. Wollen wir in seinem Geist bleiben, müssen wir jeden Tag unser persönliches Gebet tun. Ich kann das gar nicht genug betonen, wie wichtig das persönliche Gebet ist. Ich würde es mir nicht zutrauen, auf die Straße zu gehen, ohne mein persönliches Gebet vollbracht zu haben. Was passiert beim persönlichen Gebet? Beim persönlichen Gebet, da bringen wir vor dem Herrn alle die negativen Dinge, die in unserem Leben passiert sind. Wir haben jeden Tag negative Erfahrungen. Und diese negativen Erfahrungen sind dazu da, damit wir unseren Glauben verlieren. Diese negativen Erfahrungen wollen das bezwecken, dass wir uns vom Herrn entfernen. Es ist aber im persönlichen Gebet, dass wir jeden Tag um innere Heilung bitten. Vater, heile mich, Herr, von der Diskussion, die ich heute Morgen gehabt habe. Vater, heile mich, Herr, von dieser negativen Begegnung mit meinen Kollegen. Vater, ich möchte meinen Ehemann vergeben dafür, dass er heute die Socken überall, die dreckige überall hat, herumliegen lassen. Vater, schenke es mir, dass ich meine Ehefrau vergeben kann, dass der Kaffee kalt war. Das ist eine schlimme Geschichte. Wir wollen in unserem persönlichen Gebet jeden Tag vergeben. Wir wollen im persönlichen Gebet jeden Tag den Herrn um Vergebung bitten. Das ist kein Ersatz für die Beichte. Aber es ist im persönlichen Gebet, dass wir Zeit, Gemeinschaft haben mit unserem Vater im Himmel. Es ist im persönlichen Gebet, dass wir lernen, dass wir sehen, dass wir erfahren, wir sind nicht allein. Der junge David, der hatte auf die Herde von seinem Vater aufgepasst. Das waren viele Schafe. Das war ein 13-jähriger Bub. Und da kam ein Löwe her und wollte ein Schaf reißen. Nun, der logische Menschenverstand sagt, ich habe hier hunderte von Schafen, da ist ein Vieh, wo größer ist wie ihm. Und er will ein Schaf reißen. Wenn ein Schaf gerissen wird, ist es doch kein Problem. Aber David dachte sich, nee, Gott ist bei mir und ich muss auf die Schafe meines Vaters aufpassen. Und deshalb werde ich jetzt diesen Vieh erlegen, wo größer ist wie ich. Und er hat den Löwen erlegt mit seiner Steinschleuder. Ihr kennt alle die Geschichte. Da kam ein Bär und wollte hier ein Schaf reißen. Und da hat David das Gleiche gemacht. Zur gleichen Zeit war der Prophet Samuel beim Vater von David, bei Jesse. Und er sagte zu Jesse, du, der Herr hat mir gesagt, ich soll eines deiner Kinder zum König von Israel sein. Und Jesse, der viele ansehnliche Söhne hatte, hat ihm all seine Söhne vorgeführt. Der Älteste, der Größte, der Stärkste, der Klügste, der Schnellste, der Gescheiteste. Und bei allen hat Samuel den Kopf geschüttelt. Nee, der ist es nicht. Nee, der ist es auch nicht. Bis alle weg waren. Und die Brüder, die haben sich Gedanken gemacht, die meinen, sagen mal, was ist das für ein Witzbold, ja? Der kommt hierher, der sagt, ich will eines seiner Kinder zum König von Israel sein, ja? Und der will uns alle nicht haben. Und Samuel fragte Jesse, du hast aber doch noch einen Sohn, oder? Was? Der David? Der kleine Knilch? Der ist gerade mal 13 Jahre alt. Das lesen wir in der Heiligen Schrift. Könnt ihr lesen im Buch Samuel. Okay, hol mal den David her. Die haben den David hergeholt
Und dann haben sie gedacht, der ist es eh nicht, der muss sich das sowieso nochmal überlegen. Ja, also der spinnt da. Das werden uns viele Menschen sagen, wenn wir den Herrn sprechen. Sag mal, du spinnst doch. Die Leute, die sagen es mir, ist doch ein Quatsch, was du erzählst. Nee, es ist kein Quatsch. Das ist mein Glaube, das ist die Wirklichkeit. Und da hat der Prophet Samuel David den kleinen Knie gesehen. Und er hat ihn zum König von Israel gesagt. Und die Geschwister dachten sich, naja, der schöne König hat so gesagt, ja, sage mal, der ist noch nicht ganz ausgewachsen, ganz dürre, ja, ob der mal König von Israel wird, naja, werden wir mal schauen. Und der kleine David, der hatte den Auftrag, den damaligen König von Israel, der König Saul, der sich dann gegen den Herrn versündigt hat, wo der Herr ihn dann als König absetzen wollte, etwas Brot und Käse zu bringen. Und er hat ihm Brot und Käse gebracht auf dem Schlachtfeld und da war der König Saul, hat den Brot und Käse in Empfang genommen und da ist dem jungen David aufgefallen, dass die ganzen Israeliten, die einen Bund haben mit dem Herrn, der alte Bund, der Bund Abrahams, der Bund der Beschneidung, dass die Angst hatten vor den Philistern. Und warum hatten sie Angst vor den Philistern? Weil die Philister, die hatten die riesen fette Armee. Und die haben den Israeliten gesagt, pass mal auf Leute, wir haben eine viel größere Armee wie ihr. Wir machen euch eh kalt. Wollen wir das einfach mal etwas zivilisierter austragen? Wir haben hier unseren stärksten Krieger, das ist ein Mann, der ist 3 Meter groß, Goliath, der ist in allen Kampfkünsten durchtrainiert. Schickt uns euren besten Mann, so hat man früher einige Konflikte ausgetragen, und dann lassen wir uns unsere beiden besten Männer gegeneinander kämpfen. Und wer gewinnt, der hat dann die Schlacht gewonnen. Und da war Goliath ein 3-Meter-Vieh, trainiert in allen Kampfkünsten, mit einem Schwert, das 1,50 groß war, mit einem Schildträger, der dafür verantwortlich war, die Hiebe, die auf Goliath zukommen, mit dem Schild abzufangen. Und wisst ihr, was David gesagt hat? Wie kann es sein, dass ihr Angst habt vor dem Unbeschnittenen da? Der hat keinen Bund. Der ist Aloha. Das Aloha vom Schlachtfeld. Wir haben einen Bund. Ich bin nicht allein. David war nicht dumm. Er war vielleicht klein und frech, aber er war nicht dumm. Er wusste, der gleiche Gott, mit dem ich mich hier mit dem Löwen angelegt habe, der gleiche Gott, mit dem ich hier den Bären besiegt habe, ich habe einen Bund mit dem. Ich bin nicht allein. Und mein Gott ist größer wie das 3 Meter Vieh da drüben. Ich bin nicht allein. Pass mal auf, ich trete an gegen den. Und das sagte der König Saul, gib dem Mann eine Rüstung. Aber der junge David, der 13-jährige Bruder, war zu klein, um die Rüstung zu tragen. Die Rüstung war zu schwer, sagte, nein, das ist so ungewöhnlich, ich kann mich nicht bewegen. Dann sagte der König Saul, hier, gib dem mal ein Schwert. Und dann, aber der könnte das Schwert kaum heben. Und da ging David mit seiner kleinen Steinschleuder ins Feld. Er war nicht dumm, er wusste, er ist nicht allein. Er wusste, er hat einen Bund, einen Vertrag, eine Übereinkunft. Er wusste, der Goliath, der ist allein. Oh Mann, sieht der alt aus. Und als Goliath hier den kleinen Knilch gesehen hat, wo er auf ihn zukommt, sagte der Goliath zu David, hey Junge, du weißt schon, dass du jetzt sterben musst. Ne? Schau dich an.
Sage mal, ich habe diese Kampfkunst trainiert, ich habe das trainiert, das trainiert, das trainiert. Ich bin bei all den Schlachten gewesen, ich bin 3 Meter groß, ich habe ein Schwert, wo größer und schwerer ist wie du. Du weißt schon, dass du musst jetzt frei sterben. Und David sagte, nee, ich werde nicht sterben. Ich habe einen Grund. Ich bin nicht allein. Du bist da allein. Du Armer. Du bist allein. Ich bin nicht allein. Ich habe einen Gott über mir. Gott ist bei mir. Und du wirst sehen, die Vögel des Himmels werden deine Leiche auffressen. Und da ging dieser erprobte Krieger auf den David zu. Und David hat seine Steinschleuder genommen. Und in einen Stein direkt hier auf dem Schädel verpasst. Boom. Goliath fiel tot um. Die Israeliten, die konnten es nicht glauben. Und deshalb ist David nochmal hingegangen, hat das Schwert von Goliath gepackt und hat ihm den Kopf abgehackt. Und hat den Kopf hochgehoben. Und dann haben die Israeliten verstanden, wir haben einen Bund. Der Schildträger ist davon weggerannt. Und wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. David hatte der alte Bund. Gott war bei ihm. Du hast den neuen Bund. Gott ist in dir. Du hast den Privileg, Gott jeden Tag zu essen. Es gibt nichts, wovor du dich fürchten müsstest. Aber was passiert? Wenn wir nicht beten, können wir unseren Bund nicht leben. Es ist durch das Gebet, durch unser persönliches Gebet, indem wir Gott im Himmel bitten, unsere Sünden zu vergeben, indem wir Gott im Himmel bitten, unsere Wunden zu heilen, indem wir Fürsprache halten für andere, dass wir unseren Bund beibehalten. Es ist durch das Gebet, dass wir in seiner Gegenwart leben. Gebet ist, dass sich bewusst werden, seine Gegenwart in unserem Leben. Gebet ist, dass wir uns dessen bewusst werden, dass er uns liebt, dass er uns immer liebt, dass er niemals aufhört, uns zu lieben. Gebet ist, wenn wir sehen, wir wollen vielleicht sündigen, die Versuchung ist da, aber wir wissen, Herr, du bist da. Ich will dir nicht wehtun. Ich habe einen Bund. Wie ist dein Bund mit dem Herrn? Das erste Multivitamin, persönliches Gebet. Willst du im Herrn wachsen? Willst du Wunder sehen? Willst du deine Heilung für Tag, dass deine Heilung Tag für Tag stärker wird? Bleib im persönlichen Gebet. Das persönliche Gebet soll deinen ganzen Tag durchdringen. Im persönlichen Gebet kannst du dich im heiligen, kostbaren Blut Jesu waschen. Im persönlichen Gebet kannst du dich vom Heiligen Geist erfüllen lassen. Das persönliche Gebet, musst du dir so vorstellen, das sind sowas wie Mini-Exerzitien. Das zweite Multivitamin, die heilige Eucharistie. Wir haben schon sehr viel gesprochen über die heilige Eucharistie und wir können noch sehr viel mehr erzählen über die heilige Eucharistie. Gestern haben wir eine Nachricht bekommen aus Paraguay. Da ist ein Priester mit der Hostie zu einem Krankenbesuch gegangen. Und als er beim Kranken war und wo er das Behältnis geöffnet hat, war diese Hostie zu Herzgewebe geworden. Wir haben den Privileg, jeden Tag in der heiligen Eucharistie das Fleisch, das Herz Gottes zu essen. Das ist Nahrung, sage ich dir. Das ist nahrhaftes Zeugs. Das hat Vitamine drin. Das sind Proteine drin. Das macht stark. Das füllt uns mit Kraft. Wollt ihr stark sein im Herrn? Gebt jeden Tag, empfangt die heilige Kommunion. Wollt ihr, dass der Herr in euch lebt? Danke, Jesus.
Willst du, dass der Herr in dir lebt? Willst du im Herrn leben? Empfange die heilige Kommunion täglich. Du wirst Wunder sehen. Die Wunder kommen unaufgefordert. Kann mich erinnern? Das war ganz kurz vor meiner Umkehr. Damals war ich noch jung und wild. Jetzt bin ich alt und viel wilder. und ich habe es mir vorgenommen, in einer ziemlich heidnischen Stadt in Berlin, den Leuten darüber Bescheid zu geben, dass es bei Weihnachten, dass es um die Geburt Jesu geht. Weil es gab einen riesigen Weihnachtsmarkt, aber da beim Weihnachtsmarkt, beim Christkindlmarkt, war eigentlich kein Wort vom Christkind. Es gab alles Mögliche dort, es gab Wein, Glühwein, es gab Essen, es gab Geschenke. Aber so weit der Auge blicken konnte, kein Christkind im Berliner Weihnachtsmarkt. Damals, im Jahr 2000 auf 2001. Und das war in der Nähe vom Alexanderplatz, das ist der zentrale Platz in Berlin. Und ich habe mich dort auf einem stillgelegten Brunnen hingekniet und ich habe angefangen, aus voller Brust den Rosenkranz zu singen. Und ihr wisst, ich habe eine etwas lautere Stimme. Das habe ich auch durch ein Wunder bekommen. Eigentlich hatte ich nicht so eine laute Stimme. Bei meinen letzten Exerzitien bei der Pater James, ich war damals ein starker Raucher, ich wollte mit den Leuten mitsingen. Ich konnte nicht singen, weil ich ja geraucht habe. Und dann sagte ich dem Herrn, wenn du wirklich da bist und wenn du wirklich Gott bist und wenn du meine Stimme heißt, dass ich singen kann, werde ich niemals wieder rauchen. Und ich hatte den Gedanken kaum fertig. Da habe ich auf einmal angefangen zu singen wie Pavarotti und ich bin überzeugt, dass der Herr mir die Stimme zu seiner Herrlichkeit gegeben hat. Amen. Gepriesen sei sein Name. Jesus Herr. Und habe den Rosenkranz so laut ich konnte rausgesungen. Und damals im Mittelalter war das so, dass die Ritter über Tage hinweg gebetet und Wache gehalten haben. Eigentlich war das die Bedingung, um zum Ritter geschlagen zu werden, dass man 3 Tage wacht und betet, ohne Essen und Trinken. Und ich dachte mir, was damals die Ritter im Mittelalter gekonnt haben, das kann ich auch. Und ich habe es echt probiert. 39 Stunden durchgehend Rosenkranz vorsingen, ohne Essen und Trinken, ist mein Rekord gewesen. Ich bin gescheitert, das sind keine 3 Tage. Ich erzähle euch, warum ich gescheitert bin. Da in der Nähe oder am Alexanderplatz war das so ein Burger King. Und ich hatte aber kein Geld. Ich hatte kein Geld, weil ich hatte mein ganzes Geld für die Bettler, für die Armen gegeben. Und das war das letzte Geld, was ich im Monat hatte. Und es blieben noch ein paar Tage, 3 Tage für den Monat. Das hatte ich mir extra so eingerichtet, damit ich mir ja nichts zum Essen kaufen kann. Und jedes Mal, dass da die Tür aufgegangen ist vom Burger King, das war so 100 Meter entfernt, kam da so eine Hamburger-Whopper-Wolke entgegen. Und ich dachte mir echt, Gott sei Dank habe ich kein Geld. Und das war so zur 39. Stunde. Da kam ein Bettler auf mich zu und er hat mir den 20-Mark-Schein entgegengehalten. Und er sagte mir, der Heilige Geist hat mir gesagt, dass du Hunger hast. Ich weiß nicht, wer ihn jetzt gesandt hat, ja, aber die Versuchung war dann zu groß. Und da bin ich eingeknickt, ja, und habe mir einen Burger gekauft. Und jedenfalls wurde ich dann müde. Und dann bin ich schlafen gegangen, weil ich habe mir gedacht, gut, das ist eh vorbei. Ja. Und als ich aufgewacht bin, hatte ich keine Stimme mehr. Meine Stimme war weg, weil ich ja 39 Stunden lang rumgebrüllt hatte. Und dann bin ich zur Heiligen Messe gegangen. Und dann habe ich die Eucharistie empfangen. Und da war die Stimme wieder da. Und dann habe ich mich gefreut, weil dann konnte ich wieder auf den Alexanderplatz gehen und wieder den Rosenkranz vorsingen. Gepriesen sei der Name des Herrn. Wir gehen mit kranken Kindern in die Heilige Messe und gehen mit gesunden Kindern wieder nach Hause zurück. Wir beten nicht einmal um Heilung. Wir gehen mit kranken Kindern in die Heilige Messe und kommen mit gesunden Kindern zurück.
Manchmal gehen wir selber krank in die heilige Messe und kommen gesund wieder nach Hause. Jesus lebt in der heiligen Eucharistie. Und es ist so ein enormes Privileg. Wir Katholiken, wir sind die Einzigen, wo ihn haben. Die Protestanten haben ihn nicht. Ich habe nichts gegen Protestanten, versteht mich nicht falsch. Aber sie haben ihn nicht. Die Protestanten leben in einer Welt, wo Gott nur entweder im Himmel oder in ihren Herzen ist. Wir leben in einer Welt, wo Gott in unserer Mitte ist. Leib und Blut, Seele und Gottheit. Das ist die heilige Eucharistie. Leib, Blut Jesu, seine Seele und seine Gottheit. In der heiligen Eucharistie ist Jesus Christus vollkommen Mensch und vollkommen Gott da. Ihr habt es gesehen bei den Zeugnissen. Ich habe hier vielleicht für 150 Leute gebetet. Ihr seid 500 Leute. Es gab viel mehr Zeugnisse der Heilung während der Anbetung. Die während der Anbetung durch Jesus Christus selbst. Es ist nicht Pater James, der heilt. Das ist ein heiliger Mann, kein Zweifel. Das ist ein heiliger Priester. Aber der, der heilt, ist Jesus, der Gottmensch in der heiligen Eucharistie. Ich bin überzeugt, dass wenn die Heilungsgebete der Protestanten funktionieren, ist es deshalb, weil wir, die Katholiken, den Bund zum Himmel halten. Durch die heilige Eucharistie. Warum? Das ist das Blut des neuen Bundes. Wäre die Eucharistie nicht auf Erden, hätten wir, die Menschheit, kein Bund mehr mit Gott. Wenn heute irgendein Mensch, ganz egal welches Bekenntnis, im Namen Jesu ein Gebet verrichten darf und dieses Gebet erhört wird, ist es, weil wir die heilige Eucharistie hier auf Erden haben. Und das ist die Wichtigkeit des Priestertums. Als Priester verbindest du den Himmel mit der Erde. Wie kann es sein, dass so wenige Menschen das machen wollen? Wie kann es sein, dass junge Männer sich denken, ah, das ist sowieso keine Option für mich. Ich meine, wie kann überhaupt was anderes eine Option sein? Als Priester bist du Priester auf ewig. Du bist Priester für immer. Ich bin Arzt. Ich bin nicht Arzt auf ewig. Ich bin Arzt, bis ich sterbe. Weil wenn ich Arzt wäre im Himmel, dann würde ich im Himmel verhungern. Im Himmel gibt es keine Kranke. Ich denke, ihr seid da einverstanden. Ja? Da kann ich in meinem Stethoskop nirgends hingehen. Aber im Himmel, wenn du Priester auf Erden bist, bist du auch Priester im Himmel. Wenn du Jungfrau auf Erden bist, geweihte Jungfrau, Ordensschwester, bist du es immer noch im Himmel. Wenn du dann Entscheidungen triffst, denke an die Ewigkeit. Denke an die Ewigkeit. Die heilige Eucharistie, habe ich ja gerade erwähnt, das ist nur der tägliche Empfang der heiligen Eucharistie, sondern es ist auch die tägliche Anbetung. Das ist die tägliche Anbetung. Wenn wir hingehen, ich bete jeden Tag zum Herrn. Warum? Ich möchte, dass der Herr in meinem Herzen spricht. Ich höre diese ganz leise Stimme. Das hört sich manchmal so an wie meine eigenen Gedanken. Das hört sich nicht anders an. Warum? Warum spricht der Herr nicht in einer hörbaren Stimme? Er könnte das machen. Manchmal macht er das auch. Aber deshalb, weil er will, dass du glaubst. Ihm gefällt dein Glauben. Bei der Anbetung höre ich seine ganz leise Stimme, so wie der Prophet Elisha. Es ist ein leises Säuseln. Es ist nicht im Sturm, nicht im Feuerbrausen. Es ist ganz leise in deinem Herzen. Spricht er zu dir. Ich liebe dich. Du gehörst mir. Ich bin bei dir.
Und dann können wir voller Kraft bleiben in unserem Alltag. Das ist das zweite Multivitamin. Hier ist das dritte Multivitamin. Familiengebet. Ich lese eine Anleitung zum Familiengebet vom Heiligen Paulus. Ihr wisst, ich bin ein Peruaner aus Lateinamerika. Wir sind heißblutige Leute. Und damit ihr euch vorstellen könnt, wie der Familienstreit bei uns in Peru abgelaufen ist, wenn mein Großvater und meine Großmutter sich gestritten haben, damals in La Perla, Callao, oder wo die Kinder, meine Onkel und Tanten oder meine Mutter sich mit meinem Großvater gestritten haben. Mein Großvater hat seinen Revolver gepackt und hat gegen die Decke geschossen. Und dann war der Streit beendet. Das war echt Krach. Das war echt Krach. Und ich sage nicht, dass es gut war, und bitte don't do it at home, mach das nicht zu Hause. Ja? Mach das nicht zu Hause, weil alle waren davon traumatisiert und ich habe davon auch innere Heilung gebraucht. Meine Ehefrau ist eine Fränkin und wir wissen ja, dass die Franken auch nicht unbedingt ein ruhiges Gemüt haben. Sind auch Bayern. Es ist nicht nur Bayernin, sondern auch Fränkin. Das ist wie Bayern hoch zwei und das war eine wirklich richtig bewegte Beziehung, die wir zueinander hatten im ersten Ehejahr. Und wir haben uns echt verkracht. Wir haben ununterbrochen gestritten. Bis an den Tag, wo wir bei Familienexerzitien waren. Und da war ein belgisches Ehepaar, die haben folgendes Zeugnis gegeben. Wir hatten sehr viel Ehekrach, bis wir angefangen haben, unser Familiengebet zu verrichten. Und seitdem gibt es keinen Streit mehr in unserer Ehe. Das Familiengebet, das ist die glücklichste Zeit. Das sind die schönsten Augenblicke für uns. Und wisst ihr, Irene und ich, wir waren da ziemlich stolz. Und wir dachten, wir sind eh schon heilig. Wir gehen jeden Tag in die heilige Messe, machen jeden Tag unser persönliches Gebet, gehen regelmäßig zur Anbetung, wir fasten zweimal die Woche, geben den Zehnt. Beichten 14-tägig. Wir dachten, wir haben es eh schon. Hier, die Weisheit mit Schöpflöffeln aus Eimern gefressen. Aber als dieses Ehepaar da vorging und dieses Zeugnis gegeben hat, dachten wir uns, okay, was die können, das können wir auch. Und wir haben angefangen, unser Familiengebet zu verrichten. Jeden Tag Familiengebet. Und das war, als ob jemand einen Schalter rumgelegt hätte. Es war unglaublich. Auf einmal gab es keinen Streit mehr zwischen uns. Du, Rich, ich mag neue Schuhe haben. Ich mag mir neue Schuhe kaufen. Okay, Schatz. Was geht denn mit dir? Ich weiß ja nicht, du willst neue Schuhe haben. Ich mag neue Schuhe. Ich meine, eine Woche davor war, was? Du willst neue Schuhe kaufen? Du hast schon 20 Paar Schuhe. Ja, aber die passen nicht zu dem Kleid. Ha, zieh dir schwarze Schuhe an, die passen zu allem. So ging es in unsere Ehe zu. Ja? Bis wir angefangen haben, jeden Tag unser Familiengebet zu machen. Ich lese hier Kolosserbrief, Kapitel 3. Legt, Kapitel 3, Verse 12 bis 17. Legt also an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde und Geduld, ertragt und verzeiht einander. Ja, wir verzeihen einander beim Familiengebet. Wir bitten einander um Vergebung. Wenn einer gegen den anderen eine Beschwerde hat, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über diesen allen aber steht die Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist.
Der Friede Christi herrsche in euren Herzen. Wir schließen den Frieden miteinander beim Familiengebet. Meine Kinder, die streiten die ganze Zeit. Der hat mir das Spielzeug weggenommen. Der hat mir das Buch weggenommen. Er ist im Bad so lange geblieben. Der war 2 Stunden im Bad. Der hat nicht aufs Baby aufgepasst. Die hat nicht das gemacht. Die hat über mich Die streiten einander die ganze Zeit bis zum Familiengebet. Und dann bitten sie einander um Vergebung. Sie bitten um Verzeihung. Sie schließen den Frieden miteinander. Das ist so schön mit anzusehen. Es ist wirklich eines der schönsten Momente des Alltags. Der Friede Christi herrscht in euren Herzen, denn zu ihm seid ihr berufen in einem Leib. Seid dankbar. Dank sagen. Danke, Herr, dass wir gesund sind. Danke, Herr, dass du in unsere Mitte wohnst. Danke, Herr, für die Wunder, die du gewirkt hast. Danke, Herr, dass du für uns den Regen weggeweht hast. Danke, Herr, für die Heilung, die du uns geschenkt hast. Danke, Herr, dass wir dein Wort lernen dürfen. Danke, Herr, dass wir eine Familie sind, die einander liebt. Das Wort Christi wohne in seiner Fülle in euch. Das Wort Christi, wir lesen die Bibel beim Familiengebet. Belehrt und ermahnt euch gegenseitig in alle Weisheit. Ich höre mir das an, was meine Kinder mir zu sagen haben, beim Familiengebet. Wenn wir kein Familiengebet hätten, würde ich wahrscheinlich auch meine Kinder kaum hören. Meine Kinder hören sich in Frieden das an, was ich zu sagen habe, beim Familiengebet. Belehrt und ermahnt euch gegenseitig in alle Weisheit. Singt Gott dankbar in euren Herzen Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder. Könnt ihr euch das vorstellen? Es gibt Familien, die singen nur zu Weihnachten. Das ist irre. Es gibt wirklich Leute, die singen als Familien zusammen nur zu Weihnachten. Das ist ja wirklich ein selbst auferlegter Wüstenmarsch. Wir singen jeden Tag in der Familie zusammen. Wir haben Trommeln. Die Kinder lieben die Trommeln. Die Trommeln, was das Zeugs hält. Die haben Gitarre spielen gelernt. Warum? Weil sie das Gitarrenspielen lieben. Und dann gehen sie mit ihrer Gitarre in die Schule. Und dann singen sie dort Lieder. Fromme Lieder. Lieder für den Herrn. Die Lieder, die ihr hier hört. Und was passiert? Die Menschen werden berührt. Wir singen jeden Tag zusammen, singt jeden Tag zusammen. Die Kleinen, die vielleicht die Schrift nicht lesen können, die tanzen auch. Das ist eine kleine Runde. Das ist unser Familiengebet. Wir beten den Rosenkranz beim Familiengebet. Bringt Maria nach Hause. Wir haben so viele Glaubensbrücken als Katholiken. Wir haben keine Ausrede. Wir haben keine Ausrede, um nicht die Wunder Gottes in unserem Leben zu bezeugen. Warum? Wenn unser Glaube schwach ist, der Herr in der Eucharistie, er glaubt. Er ist da. Vollkommen Gott, vollkommen Mensch. Viele der Heilungen, die hier passiert sind, sind durch den Glauben des Herrn in der Eucharistie. Das ist seine Gegenwart. Das ist sein Menschsein. Euer Glaube trägt dazu bei. Aber hauptsächlich sind die Heilungen durch seinen Glauben stattgefunden. Haben sie durch seinen Glauben stattgefunden? Durch Jesus, er hat das vollbracht. Und wenn wir den Glauben wachsen wollen, brauchen wir das Familiengebet. Wenn dein Glaube schwach ist, der Glaube der Jungfrau ist nicht schwach. Maria hat einen Glauben. Sie hat einen viel stärkeren Glauben, wie du ihn hast. Ich könnte jetzt wirklich ein wunderschönes Zeugnis geben, ja, über den Glauben Mariens. Pater James, vor 3 Jahren war das, 2016 wurde er, er lag im Sterben, er hatte einen Vorhofflimmern von 207. Ich wollte ihn bald reanimieren, wir haben gebetet, und ihm ist die Jungfrau erschienen. Ich habe die Jungfrau nicht gesehen, ich war im gleichen Zimmer, aber ich habe die Gegenwart Mariens sehr deutlich gespürt. Davon abgesehen, dass es im ganzen Zimmer nach
Rosen gerochen hat, was das Zeugs hielt. Also ich dachte, das Haus kracht bald auseinander vor lauter Herrlichkeit, was da in dem Raum war. Und da hatte Pater James gesehen, wie die Jungfrau Maria, wie Lichtstrahlen von ihren Händen ausgegangen sind und ihr sein Herz und sein Magen berührt haben. Und er wurde dann gänzlich geheilt und er hat seitdem nie wieder Vorhofflimmern gehabt. Gepriesen sei der Name des Herrn. Ja? Maria hat einen Glauben. Wenn dein Glaube schwach ist, bitte den Rosenkranz, bring den Rosenkranz und deine Familie. Mit dem Rosenkranz können wir die Naturgesetze knicken. Ehrlich wahr. Ehrlich wahr. Also, ich könnte jetzt tagelang darüber reden. Das war das dritte Multivitamin. Das vierte Multivitamin. Die Heilige Schrift. Ich lese Psalm 1,1 vor. Wisst ihr, es gibt von vielen Managern, von vielen Geschäftsführern so Erfolgsbücher, ja? So erfolgreich werden in 7 einfachen Schritten oder erfolgreich werden mit 10 Lektionen oder 10 Büchern oder wie kann ich super erfolgreich werden und dabei in der Nase popeln und solche Geschichten. Ja? Es gibt solche Bücher. Es gibt ein Erfolgsbuch, was vom König David geschrieben wurde. Das ist das Buch der Psalmen. Echt, und ich denke daran, ja, am ersten Tag habe ich euch gefragt, wie viele von euch haben die vollständige Bibel schon mal durchgelesen? Und es haben hier 10, 20 Leute die Hände gehoben. Ihr habt das Buch der Psalmen nicht gelesen. Das Erfolgsbuch vom König David. Und dann beschwert ihr euch, dass ihr finanzielle Bedrängnisse habt. Dann beschwert ihr euch, dass ihr Probleme habt daheim. Ihr habt das Buch der Bücher gelesen. Das ist ja irre. Wie könnt ihr das nicht gelesen haben? Es ist kein Vorwurf. Ich frage mich nur, ich kratze mir den Kopf, wie kann das sein? Okay. Erfolgsbuch, König David, Buch der Psalmen. Psalm 1, Vers 1. Das sind die ersten Worte, die der König David in seinem Erfolgsbuch geschrieben hat. Gesegnet der Mann, der nicht folgt dem Rate der Bösen. Jetzt denk mal nach. Folgst du dem Rate der Bösen? Wenn nicht, gut, kannst da ein Häkchen hinmachen. Bist gesegnet. Der nicht auf dem Weg der Sünde geht. Gehst du den Weg der Sünde? Gehst du nicht den Weg der Sünde? Super, kannst wieder einen Haken hinmachen. Bist gesegnet. Noch sitzt in der Runde der Spötter. Das Gleiche. Sitzt du in der Runde der Spötter? Sitzt du nicht in der Runde der Spötter? Lästerst du über andere Leute? Machst du dich über andere Menschen lustig? Nee, tust du es eh nicht? Kannst okay. Wieder ein Häkchen machen. Bist gesegnet. Pass auf. Der aber Freude hat am Gesetz des Herrn. Ha? Erwischt? Und sinnt darüber bei Tag und bei Nacht. Kannst du da auch ein Häkchen hinmachen, ne? Hast du Freude am Gesetz des Herrn? Sinnst du darüber bei Tag und bei Nacht? Gesegnet der Mann. Er gleicht einem Baum, gepflanzt am Rande der Wasser. Der Früchte trägt zu der Zeit und dessen Blätter nicht welken. Ja, alles, was er tut, es gelingt ihm. Es kann sein, dass dir nicht alles gelingt, was du tust. Naja, dann bist du ja nicht gesegnet. Vielleicht sinnst du nicht über sein Gesetz, über sein Wort bei Tag und bei Nacht. Das sind 3 Verse. Das sind 3 Verse. Es ist alles da. Er hat uns alles gegeben. Das sind 3 Verse. Lies die Heilige Schrift, Leute. Erkennt den Herrn. Der heilige Hieronymus sagte, wer die Heilige Schrift nicht kennt, der kennt Jesus nicht. Willst du mit Jesus gehen? Willst du ihm nachlaufen? Willst du den Weg mit ihm gehen? Lese die Heilige Schrift.
Jesus war ein jüdischer Junge. Geht nach Israel. Jeder 12-jährige Junge kann die Tora auswendig. Zu dem Zeitpunkt, da Jesus 13 Jahre alt war im Tempel, kannte er die Tora, die Heilige Schrift der Juden, auswendig. Zu meiner Schande muss ich gestehen, ich kann sie nicht auswendig. Es ist für mich ein Lebensziel eines Tages, die Heilige Schrift auswendig zu lernen. Betet für mich, dass ich es schaffe. Aber ich kann es nicht auswendig. Aber manche Menschen, die lesen es dann einmal. Naja, wenn du es lesen würdest, dann wüsstest du, du bist dann gesegnet. Wenn du den Rate der Bösen nicht folgst, wenn du den Weg der Sünde nicht gehst, wenn du nicht sitzt in der Runde der Spötter, wenn du Freude hast am Gesetz des Herrn und darüber nachsinnst bei Tag und bei Nacht und dann geh und dann mach was und dann wirst du sehen, es klappt automatisch. Alles, was meine Hände anfassen, müsse mir gelingen, das ist Gesetz Gottes. Das ist mein Glaube. Ja, das ist mein Glaube. Das ist Christentum. Ich glaube, ich bin gesalbt. Seid ihr Christen? Ja. Da habt ihr nochmal nachdenken müssen. Ne? Seid ihr Christen? Ja. Glaubst du an Jesus? Ja. Amen. Amen. Ja, dann seid ihr gesalbt. Das steht alles hier darüber drin. Lest die Heilige Schrift jeden Tag. Dann fünftens, die heilige Beichte. Wir haben über den Bund gesprochen. Den Bund behalten wir durch den Empfang der Heiligen Kommunion und durch die heilige Beichte. Haltet den Bund. Was wir hier sagen, ja, das ist das Fundament. Das ist die Grundlage. Das ist das absolute Basic. Wenn wir jeden Tag zur Heiligen Messe gehen, oder so oft wir können, ich weiß manchmal in Deutschland traurige Weise, ja, ist die Situation so gegeben, selbst wenn wir ein paar Stunden fahren, dass wir da keine Heilige Messe finden können. Vor allem in der Diaspora. Meine Familie und ich, wir haben uns einen Plan gemacht von allen Heiligen Messen in 50 Kilometer Umkreis. Damit wir wissen, wo und wie wir jeden Tag den Leib des Herrn empfangen können. Mach dir einen Plan. Geh jeden Tag an die Heilige Messe, wenn du kannst. Lebe deinen Bund. Lebe deinen Bund. Der König David, der wusste, er hat einen Bund mit Gott. Der wusste, der Goliath, der ist da allein. Wenn du in deinem Bund lebst, brauchst du keine Angst zu haben vor den Angriffen des Teufels. Versteht? Der Teufel ist verflucht. Was bedeutet das? Er muss verlieren. Wenn der Teufel mich angreift, dann freue ich mich, weil ich weiß, er muss verlieren. Ich weiß, wenn der Teufel mich angreift, der greift mich nicht an, er greift ihn an und da hat er ein Problem. Weil das ist nicht mein Krieg, das ist sein Krieg. Das ist nicht mein Kampf, das ist sein Kampf. David wusste, Goliath ist nicht sein Kampf. David war nicht dumm. Der war 13 Jahre alt, der wusste, dass der Goliath ihn wahrscheinlich umbringen würde, wenn er alleine gewesen wäre. Aber er wusste, ich bin nicht allein. Das ist nicht mein Kampf, das ist sein Kampf. Lebe den Bund, jede 14 Tage, die heilige Beichte. Bleib in der Gnade. Bleib in der Gnade. Die Gnade ist, ihr kennt sicherlich Asterix und Obelix, oder? Ja. Ihr kennt den Zaubertrunk, der Miraculix, ja, das ist ein toller Name. Ja. Der Miraculix, der macht hier den Zaubertrank und der Asterix, der Obelix, die saufen das rein und dann sind sie unbesiegbar. Ja. Die Gnade, die heiligmachende Gnade in der heiligen Beichte, das ist unser Zaubertrank. Bleib in der Gnade. Dann gibt es weitere Multivitamine und die Zeit fehlt wirklich. Wir haben Gebetsgruppen. Gründet eine Gebetsgruppe, wenn ihr keine habt, oder schließt euch eine Gebetsgruppe an, damit ihr gemeinsam im Glauben wachsen könnt. Den Zehnten geben. Was ist der Zehnt? Der Zehnt ist wirklich ein Zehntel deines Einkommens. Und das ist eigentlich eine sehr lockere Regel. Ja? Das Konzept von Zehnten kommt aus dem Alten Testament. Ich lese das im Buch Maleachi. Kapitel 3. Vers 7.
bis 12. Wir haben das gestern bereits angeschnitten. Seit den Tagen euren Vätern seid ihr abgewichen von meinen Geboten. Wir wissen, dass unsere Vorfahren abgewichen sind von den Geboten des Herrn. Unsere Vorfahren waren im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg, waren bei der Reformation mit dabei. Unsere Vorfahren haben gesündigt, machen wir uns nichts vor. Und hat sie nicht gehalten. Kehrt um zu mir, so kehre ich um zu euch, spricht der Herr der Herrscher. Ihr aber fragt, warum sollen wir umkehren? Darf denn ein Mensch Gott betrügen? Ihr betrügt mich ja. Ihr aber sagt, womit betrügen wir dich? Mit dem Zehnten und den Abgaben. Mit dem Fluch seid ihr beladen und doch betrügt ihr mich, das ganze Volk. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, auf das Nahrung in meinem Haus vorhanden ist, und stellt mich damit auf die Probe, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch dann nicht die Schleusen des Himmels öffne und über euch Segen im Überfluss ausgieße. Dann banne ich für euch die Heuschrecke, dass sie euch nicht die Früchte des Feldes vernichtet und der Weinstock auf dem Feld nicht ohne Ertrag ist, spricht der Herr der Herrscher. Und alle Völker der Erde werden euch glücklich preisen, denn ihr seid ein glückliches Land, spricht der Herr der Herrscher. Das ist das einzige Mal in der Heiligen Schrift, wo der Herr uns direkt dazu auffordert, ihn auf die Probe zu stellen. Ich habe ihn auf die Probe gestellt. So wie wir sehen, wir kriegen das Hundertfache zurück. Wir lesen das in Galater 6,7. Täuscht euch nicht. Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Wenn ihr Geiz sät, werdet ihr Geiz ernten. Wenn ihr Wohltätigkeit sät, werdet ihr Wohltätigkeit ernten. Wenn ihr euch der Armen erbarmt, dann wird sich Gott euer erbarmen. Das ist, so laufen die Bankgeschäfte im Himmel. Dir wird in dem Ausmaß zuteil, wie du gibst. Gott ist nicht dumm. Ich weiß, wie die Leute denken, oh Herr, wenn du mir viel Geld gibst, dann werde ich dir viel Geld geben. Wenn du ihm jetzt, wo du wenig hast, ihm nicht einmal wenig gibst, denkst du, du wirst ihm dann viel geben, wenn du mehr hast? Ich bitte dich. Gib den Zehnten. Also, wie gesagt, leider Gottes reicht die Zeit nicht. Zweimal pro Woche fasten ist. Menschen fragen mich, Richie, ich schaff's nicht zu fasten, ich muss mich immer überessen. Das geht ganz leicht. Am Mittwoch, am Freitag, treffe eine Vereinbarung mit dem Herrn. Herr, heute will ich für dich fasten und ich werde nur essen, wenn du mir sagst, was ich essen soll. Und dann warte darauf, dass es dir sagt. Du wirst sehen, du wirst dich wunderbar an dein Fasten halten können. Ich habe 10 Jahre lang kaum fasten können. Meine Frau war immer schwanger. Und die hat immer reingespechtet. Die schwangeren Frauen, die wissen das, wie es ist, ja. Und dann habe ich solidarisch immer mitgegessen. Und deshalb konnte ich nicht fasten. Und dann wollte ich wieder fasten, das Fasten beginnen. Und ich konnte nicht. Ich sagte, okay, Herr, ich will jetzt mit dir zusammen fasten. Wenn du es mir in meinem Herzen gibst zu essen, wenn ich wirklich deine Stimme erkenne, wo mir sagt, Ritschi, geh und iss was, dann esse ich, ansonsten esse ich nicht. Und seitdem kann ich wieder fasten. Gepriesen sei der Name des Herrn. Faste 2-mal die Woche. Das nächste. Evangelisieren. Ja? Das ist die erste Front. Ja? Wir sind hier auf Erden, sehen wir in einem Krieg gegen die Mächte des Bösen. Die Evangelisation ist die erste Front dieses Krieges. Da fallen die allermeisten Schüsse, aber da gibt es auch die fetteste Beute. Leute, evangelisiert. Und ihr werdet die Wunder des Herrn sehen. Ihr werdet sehen, wie ihr zusammen mit dem Menschensohn, mit Jesus, der da zur Rehe geht. Fürsprachgebete. Geht zu den Leuten auf den Straßen. Wenn ihr seht, dass sie krank sind, bietet sie ihnen an. Darf ich für dich beten um Heilung? Legt den Leuten, den Kranken die Hände auf. Ihr seid jetzt in Reinheit, ihr seid in der Gnade, ihr habt die Freiheit der Kinder Gottes. Betet für andere und schaut zu, wie der Herr die Wunder wirkt. Ladet die Leute ein in die heilige Messe. Wie viele einsame Menschen sind in unseren Städten?
Ich evangelisiere. Wenn ich eines Tages vor dem Petrus stehe, werde ich ihm sagen können, ich habe mein Möglichstes getan, dass wirklich keiner verloren geht von denen, die mir begegnet sind. Und ich weiß, der Petrus wird mir eine Rechnung aufstellen für jeden Menschen, wo ich nicht zum Herrn geführt habe. Und ich hoffe, dass ich mehr Menschen zur Gnade Jesu Christi habe führen dürfen, durch sein Erbarmen, durch seinen Heiligen Geist, durch sein Wirken, wie verloren gegangen sind in meinem Leben. Evangelisieren. Es müssen Menschen in Ungnade sterben. Es müssen Menschen zur Hölle gehen. Sie sterben in ihren Sünden, in ihre Todsünde. Sie müssen dann zur Hölle oder zumindest ganz lange Zeit ins Fegefeuer. Und du hast die Kraft, das zu verhindern. Für die allermeisten Menschen, denen du begegnest, bist du die Person, die dem Himmel am nächsten ist, wo sie kennen. Für die allermeisten Menschen, denen du begegnest, bist du der Stellvertreter des Himmels. Denk darüber nach. Gebete für die Seelen im Fegefeuer. Und es gibt viele andere Multivitamintabletten. Wir haben über die Gebete für die Seelen im Fegefeuer bereits gesprochen. Es fehlt mir leider die Zeit. Ich man speak about your suffering towards Father. May I speak the words about your suffering? Nur zwei Worte über das Leiden von Pater James. Ich weiß, dass viele Menschen sich das fragen. Pater James hat Wunden an den Händen und an den Füßen. Er hat die Wunde hier zur rechten Seite. Und das sind die Wunden Jesu. Diese Wunden, sie bluten jeden Freitag, von Donnerstag auf Freitag, bluten sie intensiv. Ich sage das, weil es sehr oft gefragt wird von den Menschen. Er hat außer dem Jahr 2017 das Kreuzesstigma über die rechte Seite. Viele Menschen fragen, wie kann es sein, wenn er immer von Heilung spricht und für Heilung betet, dass er nicht geheilt ist. Der Herr hat ihm diese Gabe des Leidens geschenkt. Er hat dem freiwillig zugestimmt. Er hat dieses Leid auf sich genommen für seine eigenen Sünden und insbesondere für die Sünden der Kirche, für die Sünden des Priestertums. Zu seinem Leid gehört auch die Dornenkrone. Die Dornenkrone taucht jeden Freitag auf und verschwindet spurlos bis zum Sonntag. Es hinterlässt nicht einmal Narben. Aufgrund dieser Leiden hat er sehr viele Schmerzen. Er hat bestialische Schmerzen. Er leidet unter den Folgen von dem Guillain-Barré-Syndrom. Deshalb ist er jetzt auch im Rollstuhl. Seine Knochenstruktur ist entstellt wegen dem langen Rollstuhlsitzen und wegen dem Untergang seines Muskelgewebes infolge der Lähmungserscheinungen. Aus einer medizinischen Perspektive sollte er auch nicht einmal dazu in der Lage sein zu sprechen, weil seine Stimmbänder schon ganz verbraucht sind. Der HNO sagt, wenn er lauter sprechen kann, dann ist das ein Wunder. Er hat neuropathische Schmerzen ständig, zu jeder Zeit. Die fühlen sich in etwas so an, als ob man beim lebendigen Leibe verbrannt wird oder als ob man durch einen Fleischwolf gejagt wird. Und zudem leidet er unter den zahlreichen Nebenwirkungen von vielen unterschiedlichen Medikamenten, Tabletten und Behandlungen. Ich sage das vorwiegend aus zwei Gründen. Erstens, weil ich möchte, dass ihr versteht, dass er euch liebt. Er ist hier und er trägt das, weil er euch liebt, weil er euch zu Jesus, den Herrn, führen möchte. Ich sage das, weil er ein Vorbild der Evangelisation ist. Das möchte ich mal sehen, dass ihn das mal einer nachmacht. Trotz Krankheit und Leid. Ich sage das auch, weil ihr die Wunder sehen werdet. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass die heilende Kraft Jesu in Pater James wirksam ist. Und es kann sein, dass dieser Bericht nächstes Jahr etwas anders aushält wie dieses Jahr.
Danke. Ich danke dir, Ritchie, für die Verordnungen. Halleluja. Halleluja. Now, we are holy mass quarter to 12, because we are delayed. Weil wir ein bisschen spät sind, haben wir die Heilige Messe 4:12. So time for you, we want by a ring, partition ring, to be closed before the mass. Zeit für euch, wenn ihr was kaufen wollt, wird es vor der Heiligen Messe dann geschlossen werden. If you have any article to be blessed, bring them when you come for the mass. Und wenn ihr Gegenstände habt, die geweiht werden sollen, bringt sie, wenn ihr dann zur Heiligen Messe kommt. We will be blessing them after the Holy Communion. Ihr könnt diese Gegenstände bei euch behalten, aber bringt sie dann quasi mit in die Halle. So keep them with you on the table or the floor. Also haltet sie bei euch auf dem Tisch oder auf dem Boden. And somebody asked, will I be again praying for healing? Surely after communion there's a short prayer of healing also. Da hat jemand gefragt, werde ich dann um Heilung beten? Sicherlich nach der Kommunion wird es dann ein kurzes Heilungsgebet geben. Ich bin mir sicher, dass ihr jetzt noch mehr Glauben habt, nachdem ihr mehrere Zeugnisse gehört habt. And let's not be just hearers of the word, but doers of the word. So wollen wir jetzt nicht einfach nur Hörer des Wortes, sondern auch Vollzieher von dem Wort. In the light of the talk you heard just now, make decisions. Im Licht des Wortes, das du jetzt gerade gehört hast, so fasse feste Entschlüsse. God can never help those who do not help themselves. Gott kann niemals ihnen helfen, die sie nicht selber helfen. When you decide, God will come to help you. Wenn du dich entschließt, wird Gott kommen und dir zu helfen. Somebody asked me whether I am in connection with an evangelization group. Yes, in Cameroon, in Philippines. Jemand fragte mich, ob ich in Verbindung bin mit den Evangelisationsgruppen. Ja, in Kamerun, in den Philippinen. I am helping with money and prayer for evangelization. Ich helfe denen mit Geld und Gebeten für Evangelisation. And all, both have their accounts in Germany. Und beide haben ihre Konten in Deutschland. If anybody is interested, I can introduce them or introduce the number. Wenn jemand interessiert ist, kann ich sie vorstellen oder ihre Kontonummern anzeigen. Okay. Okay. And if anybody wants my Konto number, available with the Gavi. Und wenn ihr meine Kontonummer haben will, so steht es euch bei Gavi zur Verfügung. Okay. Okay. And Markus will say the last word. Und sagt Markus sein letztes Wort. Die Gegenstände zum Segnen bitte am besten bei sich lassen. Vorne ist nicht so viel Platz. Die Priester gehen dann durch und werden alle Gegenstände segnen. Also wir gehen durch mit Weihwasser. Also sie können das bei sich behalten. So go and come back. Geht und komm zurück.